Ramin Yekta Paras, der Mann hier rechts hinter mir auf dem Screen, wird von der Polizei gejagt. Mit internationalem Haftbefehl, denn für die Ermittler ist klar, der Hells Angels Boss ließ einen angeblichen Verräter eiskalt erschießen, seine Leiche zerstückeln und anschließend im Rhein versenken. Und was glauben Sie, wie dieser mutmaßliche Killer jetzt lebt? Vielleicht versteckt und abgetaucht in irgendeinem Kellerloch, ohne Telefon, ohne Internet? Dann schauen Sie auf die exklusiven Recherchen von Frank Schneider. Ein mutmaßlicher Mörder auf der Flucht. Ramin Yekta Parast. Er verhöhnt deutsche Fahnder und auch seine Opfer auf Instagram. Für seine 122.000 Follower postet der 33-Jährige dreist Videos und Fotos, in denen er sich im Iran stolz in Freiheit zeigt. Dann ein Ausschnitt aus dem Film Forrest Gump, in dem Forrest wegläuft. Dazu Yekta Parast. Das nennt sich auf der Flucht sein. Es folgt ein Foto im Liegestuhl unter Wasser. Das ist Abtauchen. Und das ist noch nicht alles. Am Ende der Protzrocker Insta-Story, ein Video, in dem der Hells Angel breitgrinsend mit Sonnenbrille im Liegestuhl am Pool liegt. Dazu schreibt er, und wie nennt sich das? Als wolle er damit sagen, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin nicht abgetaucht, ich genieße mein Leben. Das geht auch nur, weil der Iran eigene Landsleute nicht ausliefert. Weitere Videos auf seinem Instagram-Account zeigen ihn mit seinem Lamborghini posen. Einmal brät er auf dem heißen Motor ein Spiegelei, wohl um allen zu zeigen, was er für ein toller Kerl ist. Sein ganzer Körper ist tätowiert. Neben üblichen Hells Angels-Symbolen ziert auch ein Hakenkreuz seinen Oberarm. Gefahndet wird nach Yekta Parast wegen des Mordes an Kai M. im Jahr 2014, dessen Leichnam zerstückelt im Rhein gefunden wurde. Vergangene Woche war bei einer Großrazzia ein Mittäter in Mönchengladbach gefasst worden. Es ist aber natürlich im Rockermilieu nicht so einfach, an Informationen zu kommen. Jetzt konnten wir heute hier zuschlagen und haben eben viel durchsucht und auch eine Festnahme getätigt von einem der Hauptverdächtigen in dem Verfahren. Bildreporter Frank Schneider war vor Ort dabei. Für uns begibt er sich nochmal auf Spurensuche an die verschiedenen Auffindeorte der Leichenteile. Nach Aussagen des Kronzeugen und auch nach Ansicht der Ermittler der Mordkommission hier in Duisburg fuhren die Täter damals genau in diesem Bereich mit ihrem Auto. Und dann gingen sie mit den Leichenteilen, dem Torso und einem Arm des ermordeten Rockers zu dieser Brücke. Und dann trieben danach die Teile im Rhein-Preußen-Hafen im Wasser. Der Torso wurde später auch hier gefunden. Der Arm trieb in den Rhein hinaus und wurde dort am Ufer entdeckt. Im Februar 2014 wurde hier am Rheinufer das erste Leichenteil des ermordeten Rocker Kai M. gefunden. Es war sein Arm. Die Polizei wusste sofort aufgrund der Tätowierung, es handelt sich um einen Hells Angel. Eine Mordkommission wurde gebildet und die Ermittler gaben 7 Jahre lang nicht auf, diesen Fall endlich zu klären und haben nun endlich das Ergebnis und wissen, was damals hier passiert ist. Von dieser Brücke hier wurde der Torso in das trübe Wasser des Rhein-Preußen-Hafens geworfen. Deswegen erinnert bis heute hier diese Trauerstätte an den ermordeten Rocker Kai M. Seine Eltern haben es eingerichtet, man sieht mit einem Blumenherz und auch ein Kreuz. Und sie sagen, sie sind endlich froh, dass dieser Mord aufgeklärt wird und hoffen jetzt, dass die beiden flüchtigen Täter auch noch gefasst werden. Der Kronzeuge führte die Ermittler der Duisburger Mordkommission zu dieser Brücke hier über den Rhein-Herne-Kanal. Er sagte, wir haben von dieser Brücke Betonklötze ins Wasser geworfen, darin sind die Leichenteile und auch der Kopf des ermordeten Rockers. Polizeitaucher rückten dann an, durchsuchten das Wasser des Rhein-Herne-Kanals und fanden dann, genau wie vom Kronzeugen beschrieben, die Betonklötze, darin die Leichenteile. Sie wurden obduziert und es war ganz klar, es sind die Leichenteile und der Kopf von Kai M. Und es war dann auch klar, Kai M. ist mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet worden. Die Brutalität der mutmaßlichen Mörder macht bei den Razzien am vergangenen Donnerstag den Einsatz von schwer bewaffneten SEK-Beamten und einem Rammpanzer nötig. Wegen des Umfangs des Einsatzes und auch der Gefährdung, die von den Tatverdächtigen ausgeht, war die Einbindung von Spezialeinheiten auch aus anderen Bundesländern in erheblichem Umfang erforderlich. Und diese Spezialeinheiten waren insgesamt an 13 Objekten im Einsatz. Dass die Hells Angels und Bandidos ihren Krieg in NRW auf offener Straße kämpften, ist dem Innenminister ein Dorn im Auge. Dementsprechend zufrieden zeigt er sich nach der ersten Festnahme im Stückelmord. Mit dem heutigen Einsatz haben wir den Rockern gezeigt, dass wir am Ende, nach langer Zeit, aber am Ende den längeren Atem haben und dass diese Rockerkriege gesühnt werden. Doch noch kann die Akte nicht geschlossen werden, denn zwei Männer sind noch immer auf der Flucht. Einmal Protzrocker Ramin Yekta Parast. Er soll ja die tödlichen Schüsse auf Kai M. abgegeben haben.
denn er hatte ihn für ein Spitzel gehalten und als Präsident des Hells Angel Charter persönlich Rache genommen. Außerdem sein Clubkamerad Mustafa Hendem. Dieser wird wegen zweifachen Mordversuchs an einem verfeindeten Bandido und seiner Freundin im Jahr 2013 gesucht. Ja, und der festgenommene Rocker, der hat sich gegenüber der Polizei noch nicht geäußert. Aber wir hier, wir wollen natürlich weiter über diesen Fall sprechen mit unseren Achtung-Fahndung-Experten, mit Sandra Schmidt, die bei uns ist, Dienststellenleiterin in Sachsen-Anhalt. Dort haben sie hunderte Polizisten in Uniform geführt. Und Christian Matzdorf, der mehr als 30 Jahre Kripo-Arbeit auf dem Buckel hat. Toll, dass ihr beide heute bei uns seid, als unser Achtung-Fahndung-Expertenteam. Herr Matzdorf, einmal direkt an Sie. Wenn die Polizei in den Rocker-Einsatz geht, was ist daran so gefährlich? Ja, Rocker, die haben eine Kultur, eine eigene Kultur, wo Brutalität, wo Gewalt eben eine ganz besondere Rolle spielt. Die wird sogar besonders hervorgehoben. Man kann sich auszeichnen, indem man gewalttätig und brutal ist und das auch zeigt. Und am Ende gibt es dafür sogar Auszeichnungen. Es gibt also Tätowierungen oder Badges, die deutlich machen, der ist besonders gewalttätig. War das, wenn Sie in den Rocker-Einsatz gegangen sind? Also ich habe mir eine Taktik vorher zurechtlegen müssen, musste überlegen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gefährden oder so gering wie möglich zu gefährden. Und ich habe dann auch entschieden, Hunde vorzuschicken, einfach um sicherzustellen, dass diejenigen, die dort sind, nicht auf die Idee kommen, gegen die Polizisten hier gewalttätig vorzugehen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Frau Schmidt und Herr Matzdorf, lassen Sie uns direkt reinschauen in den Fall. Denn das Erste, was wirklich so markant ist, das ist diese unglaubliche Brutalität. Ja, da ist einmal der abgeschnittene Arm, der eben am Rhein angespült worden ist. Und dann hier dieses schaurige Foto, die Polizei, die also mit einer langen Stange diesen Torso aus dem Wasser fischen muss. Was sind das für Kriminelle, die so brutal gegeneinander vorgehen? Die haben eben auch etwas im Kopf, was einen hohen Symbolgehalt hat. Das heißt, wenn da etwas brutal geregelt wird, wie in diesem Fall, wenn das öffentlichkeitswirksam wird, dann mehrt sich auch der Ruhm dieser Gruppe, dieser Vereinigung. Und das hat man hier offensichtlich gemacht, um auch ein Signal zu setzen. Einmal nach innen, in die Rocker-Community rein, aber auch nach außen, um zu zeigen, wir sind in der Lage, Verräter zu identifizieren und wir bestrafen sie hart. Das ist etwas, was ihrem Ehrenkodex entspricht. Und ihre weitere Vorgehensweise, Geschäfte, die sie machen, die drücken sie auch mit Gewalt durch. Und vor dem Hintergrund passt das zu dem ganzen Profil. Was diese Gruppe ja auch auszeichnet, ist nicht so, dass sie diese unglaublichen Straftaten begehen, sondern dass sie sich auch noch auf den Körper schreiben. Ja, da sind die Tätowierungen, die wir uns ja auch anschauen können. Einmal hier, Filthy Few hat dieser Mann aus seinem Körper stehen. Und hier drüben eben der abgetrennte Arm, der hier zum Beispiel diese 1% hat. Herr Matzdorf, an Sie die Frage, für was stehen diese Tattoos, was bedeuten die? Die Tattoos sind in gewisser Weise Ehrenabzeichen, die man auch nur tragen darf, wenn die Gruppe es zulässt, wenn der Kodex es zulässt. Filthy Few bedeutet, dass dieser Mensch schon einmal einen Mann getötet hat, einen Menschen getötet hat. Sowas gibt es auch bei den Bandidos, da heißt das dann Accept No Mercy beispielsweise. Und der macht damit deutlich, ich bin besonders brutal und ich schrecke auch vor Tötungsdelikten nicht zurück. Die 1%er, dieses Badge, ist auch etwas, was man nur als Ehrenabzeichen tragen darf. Man gehört zu der Gruppe der 1% Rocker, die sich nicht an Gesetz und Recht halten, sondern die einfach vor nichts zurückschrecken und sich außerhalb des Gesetzes stellen. Nicht zurückschrecken ist auch ein gutes Stichwort für die Polizeitaktik, über die wir sprechen wollen. Einmal schauen auf die Bilder von dieser spektakulären Razzia aus NRW. Und dann sehen wir eben, dass die Polizei dort einmal diesen Räumpanzer von Rheinmetall im Einsatz hatte. Ein unglaubliches Gerät, wo man also vorne in die Fassade reingerast ist. Und dann auf der anderen Seite natürlich das SEK im Einsatz. Beamte mit Helm, mit schusssicherer Weste, mit Ersatzmagazin. Frau Schmidt, warum geht man da so robust vor? Ja, die Polizei weiß natürlich, dass sie in einem sehr gewaltaffinen Milieu arbeitet in dem Moment. Gewalt ist an der Tagesordnung, interne Konflikte werden mit Gewalt gelöst. Wir haben gerade gesagt, die Kultur wird über Gewalt nach außen getragen, symbolisiert. Geschäftsinteressen werden mit Gewalt durchgesetzt. Und die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, diese hohe Gewaltaffinität, bringt man natürlich auch der Polizei und all anderen, die irgendwie stören, die Geschäfte stören, zum Ausdruck. Das weiß Polizei und darum agiert man mit entsprechenden Spezialkräften und auch mit entsprechendem Gerät. Und die Spezialeinsatzkommandos der Länder und des Bundes sind solche Spezialkräfte und die klingeln eben nicht unbedingt an der Tür und bitten auch nicht auf herkömmlichem Weg um Einlass. Machen sie auch, aber sie nutzen in der Regel einen Überraschungseffekt und überwinden Barrieren, Türen, Wände, mitunter auch mit schwerem Gerät, was dann zugleich auch Sicherheit bringt für die eigenen Kräfte. Weil man fürchten muss, sonst vielleicht selbst beschossen zu werden? Ja, auch das ist natürlich ein Punkt. Also so ein Survivor, wie er jetzt hier zur Anwendung kam, der bietet natürlich auch Sicherheit, einen gewissen Schutz für die Kräfte, die dann im Einsatz sind.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal auf diesen Mythos Rocker zu sprechen kommen. Denn früher, da gab es ja dieses Bild, dass eben, ja, der Rocker, das ist dieser Mann mit langer, blonder Mähne auf der Harley Davidson, der irgendwie durch die Gegend fährt und dann eben vielleicht das Rotlichtmilieu kontrolliert, genau. Und heute, wenn man sich diese Teamfotos, Mannschaftsfotos anguckt, dann sind das eben vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund, die offenbar diese Strukturen übernommen haben. Was ist da passiert? Ja, der motorradfahrende Rocker, das ist eine Symbolik, die tatsächlich ein Stück weit der Vergangenheit angehört. Das Motorrad hatte, ist historisch gewachsen, hatte einen hohen Stellenwert, die gemeinsamen Ausfahrten. Das war das, womit man Menschen eingeschüchtert hat, wenn man halt in großen Konvois durch die Gegend gefahren ist. Das gehört ein Stück weit der Vergangenheit an. Der Stellenwert ist nicht mehr so ausgeprägt. Es geht eben nicht mehr ausschließlich um das Motorradfahren. Wir treffen mittlerweile Personen in diesen Vereinigungen an, die nicht mal mehr einen Motorradführerschein haben, aber dennoch sich als Rocker in einem Motorradclub bezeichnend fühlen und sich entsprechend auch in die Geschäfte einbringen. Das ist nämlich der wirklich gemeinsame Nenner. Es geht um Geschäfte, es geht um Macht, es geht um Gebiete, es geht um Gewalt. Und auch der Anspruch, eine ethnisch in sich geschlossene Gruppe zu sein, mit Tendenzen eher vielleicht oder mit Bezügen eher in die rechten Szene, auch das ist Vergangenheit. Ja. Mittlerweile haben wir also tatsächlich auch Rockerclubs, Rockervereinigungen, die von Menschen mit Migrationshintergrund sogar angeführt werden. Frau Schmidt, Herr Matzdorf, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und wir sehen uns natürlich bald wieder dann bei der nächsten Ausgabe. Danke schon mal. Sehr gerne. Und die Duisburger Polizei, die fahndet öffentlich nach diesem Rockerboss. Denn es besteht eben der Haftbefehl wegen Mordes. Und die Mordkommission stellt folgende Fragen. Wer kann Hinweise zu Ramin Jagda Parast geben? Außerdem ist für die Beamten wichtig, wer hat damals am Rhein-Preußen-Hafen in Duisburg verdächtige Beobachtungen gemacht. Zeugen und jeder andere, der Hinweise geben kann, notfalls auch vertraulich, der kann sich bei der Polizei in Duisburg melden unter 0203 2800. Und wir von Achtung Fahndung haben da tatsächlich auch noch einen Hinweis. Und zwar zum Aufenthaltsort von Ramin Jagda Parast. Denn dieses Video hier, schauen Sie mal, das hat er am Wochenende auf Instagram gepostet. Und man sieht da eben, wie er durch eine nächtliche Stadt fährt. Unseren Kollegen ist es gelungen, genau zu rekonstruieren, wo genau sich der Rockerboss da bewegt. Und wir sehen eine Straße im Norden Teherans. Also hier genau scheint er eben in diesem Moment abgetaucht zu sein.